Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Und wir gehen weiter auf die Pirsch. Wir waren zuletzt hier an einer Hütte. Ja, da gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal rein, wie die so aussieht. Und zwar einer Hütte mitten abgelegen im Wald. Und ich weiß noch, zuletzt hatten wir hier ein paar Gänse im Wald. Da gucken wir doch gleich mal nach, ob wir die wiederfinden. Also, schauen wir mal eben rein, wie es denn hier so aussieht. Von der Zeit her sind wir relativ früh morgens noch. Das heißt, ich werde die Zeit nicht... Hoppala, was ist hier los? Randale oder was? Ich werde die Zeit schon mal nicht... Irgendjemand hier? Hallo? Wie sieht denn das hier aus? Das ist ein Ding. Absolute Katastrophe. Also das kannst du dir ja nicht ausdenken. Vandalen. Hier hat doch einer was gesucht. Das ist ja der Hammer. Staubsauger. Nee, keiner da. Ja, eigenartig. Eigenartig. Ich würde sagen, wir machen uns auf die Socken. Warnruf, Elch. Guck mal da hinten. Elchweibchen, cool. Wir machen uns auf die Socken. Und zwar hatten wir ja zuletzt, genau, irgendwo hier in diesem Waldgebiet, noch so ein paar Gänse gesehen. Ich glaube, ich bleibe auch noch ähnlich vom Setup. Was sagt der Wind? Der Wind sagt Ost, Südost. Also eher nach weiter unten. Oder wir machen das mal andersrum. Also ich check mal eben hier oben die Area, weil hier sind wir ja eigentlich durch. Entweder gehen wir dahin. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, kommen wir doch eigentlich gut hin, ne? Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf den Weg. Ich mache mal hier schon mal eine Markierung hin. Und laufen grob in die Richtung. Das sieht auch ganz gut aus. Hier ist tatsächlich gerade eben noch irgendwas weggeflattert. Ich habe es nur oben in den Bäumen gesehen. Hier muss tatsächlich noch irgendwie gerade eben noch was gewesen sein. Was haben wir denn hier für Viecher? Alpenschneehühner. Alpenschneehuhn, hatte ich das richtig im Kopf? Die müssen aus der Luft geschossen werden? Oder wie war das? Schneehuhn. Aber noch ein bisschen weiter weg. Jetzt bin ich gar nicht weit gelaufen. Ich bin hier direkt in der Nähe von der Base. Das gluckert ja cool, ey. Ja, das ist ja ein Dingen. Ich war mir sehr sicher, dass wir im letzten Video hier unten in dem Bereich irgendwelche Gänsearten hatten. Tja, aber jetzt alles hier Alpen-Schneehuhn. Und es hat auch schon ein bisschen rumgegluckst hier. Aber leider bisher nichts zu sehen. Vielleicht war ich auch einfach zu laut. Ich mache mich da schon wieder. Auerhuhn. Auerhuhn auch. Ich mache mich erstmal auf die Socken grob in Richtung Base. Alter, eurasischer Luchs, mythisch. Nicht dein Ernst. Kriegen wir den hier angelockt? Eurasischer Luchs, mythisch. Habe ich überhaupt die Luchströte dabei? Sag bloß, ich habe die rausgeschmissen. Tatsache doch. Stufe 8 mythisch. Den habe ich so gerade eben noch da hinten gesehen. Der wird natürlich jetzt schnell abhauen, sobald ich einfach auch nur ein bisschen zu laut bin, beziehungsweise wahrscheinlich haut er jetzt schon ab. Auf die Entfernung. Das wär's doch, oder? Da hinten ist er. 150 Meter, eurasischer Luchs.
Stufe 3, 8 mythisch. Schlechter Winkel. Ganz schlechter Winkel. Komm, dreh dich doch ein bisschen. Er hat keinen Grund dazu, ne? Nochmal getroffen. Ich hoffe, das war jetzt Lunge. Ja, das war besser getroffen. Uff. Alter, die Area hier auch mega geil, ey. Nur so ein paar komische, schüttere Bäumchen. Paar Büsche, die hier rumstehen. Ansonsten nur Gräser und Flechten und so. Hier schön weiter oben in den Bergen, in den Hügeln. Sehr, sehr, sehr cool. Da sehen wir schon so die Baumgrenze sozusagen. Sehr cool gemacht hier auch. Ja. Alter, und da ist er. Und irgendwas faucht hier doch. Und da vorne kommen die nächsten Gänse an. Hoppala, jetzt habe ich aus Versehen schon gedrückt. Erster Schuss, guck dir das an. Ganz spitzer Winkel, doch nur Schulterblatt. Oh, da kommt irgendwas an. Und der zweite hat dann aber gefinished. Zum Glück doch noch den zweiten hinterher, aber keine lebenswichtigen Organe getroffen. Also Abzug in der B-Note. Schade, ey. Schade, schade, schade. Grau, männlich. Ja. Also wie bei den anderen Raubtieren auch, irgendwie nicht sonderlich spektakulär immer, ne? Sieht alles immer so ein bisschen gleich aus, egal wie mythisch die sind. Okay, mitgenommen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Weißwiedelhirsch. Ich komme jetzt so langsam hier schon in die Nähe von diesem kleinen Gewässer hier, in der Nähe von der nächsten Base. Und scanne auch Stück für Stück schon alles ab, ob da nicht noch was Interessantes ist. Weißwiedelhirsch wäre eine Option, ist halt ein, ich sag mal, ein schöner Standard mittlerweile, ne? Findet man ja auf vielen Maps. Da, eigentlich aber auch nichts Besonderes. 150 Meter entfernt. Ich sag mal, mit einer guten Größe. Stattliches Geweih, da wäre das doch was. So, machen wir mal ein bisschen weniger Mief. Und dann gucken wir nochmal eben drauf. Tja, da stehen sie, die zwei. Auf 120. Die Frage ist natürlich immer, ist noch mehr da, ist noch was Interessanteres da als zwei Standards. Ja, von hier aus war bisher nichts weiter zu sehen. Von daher würde ich sagen, gehen wir da mal drauf. Sag mal, flippen die zwischendurch hin und her oder was? Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Da guckst du da durch, hast das Viech direkt vor den Augen und auf einmal springt dann einen Meter zur Seite. Was ist denn das? Muss ja aufpassen, bevor du schießt, ob das wirklich noch da ist oder ob das nicht gleich wieder zur Seite springt. Ja, sag mal, jetzt aber mal ernsthaft, du willst mich doch verkohlen, Game. Was springt das, was springen die Viecher denn zur Seite? Das stand doch gerade noch hier die ganze Zeit. Also das kannst du dir doch nicht ausdenken. Was ist das denn? Und jetzt auf einmal steht sie hinterm Berg oder was? Wie hätte ich das denn die ganze Zeit sehen können? Da stimmt doch was nicht, was ist denn da los? Warum springen die Tiere denn so? Und wo ist das Männliche jetzt hin? Da, ja, da haben wir es schon wieder. Das ist doch einfach zu wild, Leute. Das ist doch einfach zu wild. Was ist denn da los? Jetzt ist das andere weg oder was? Und das ist hochgehüpft. Das ist jetzt dahinter gehüpft, das eine. Das ist doch einfach zu wild. Jetzt ist es auf einmal wieder da. Jetzt ist das andere wieder da.
Der kann doch nicht sein, oder? Ja, ich würde sagen, wir eskalieren einfach mal eine Runde. Ach, das ist auf einmal vor ihm auch noch. Naja. Aber ohne Scheiß, abgesehen davon, hier auch wieder eine sehr, 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 sehr coole Area. So eine heidemoorige Area. Sehr, sehr, sehr cool. Leider nicht viel los hier. Also einfach nicht viel zu sehen. Auf rund 300 Meter im Durchschnitt. Absolut nicht. Aber durchaus eine Option. Vielleicht ist das ja hier auch eine Area, wo man so ein paar Enten anlockt. Das wäre doch was. Also, looten wir noch mal erstmal hier. Genau. Einmal zack, zack, Lunge und Co. Dann haben wir hier vorne den Karl Otto, den als erstes, jawohl. Ja, beides schön in die Lunge, nicht weit gekommen, Silberwertung, wunderbar. Und den zweiten holen, den dritten holen wir uns gleich. Mal eben hier die Trinkstelle. Das mal eben checken. Hoppala. Da haben wir ja noch einen. Wobei der rennt dann ziemlich weit, ne? Das lassen wir mal weg. Können wir das hier markieren? Nö. Ist das die Stelle, wo die jetzt gerade standen, da drüben? Und hier wird sie gezeigt? Ich glaube schon, ne? Nicht schlecht. Und da liegt auch schon der dritte Kandidat, Jawolski. Nicht ganz so gut getroffen. Einmal, zweimal in beiden Fällen. Aber ja, es hat immerhin gereicht. Mitgenommen. Und da drüben callt wieder ein bisschen was. Aber ansonsten muss ich ja sagen, hier auf der Fläche gar nichts, ey. So ein bisschen Federviehzeug hätte ich ja vielleicht erwartet. Das wäre ja nicht so schlecht gewesen. Ich latsch mal weiter grob in Richtung Base. Und wir sehen unterwegs noch was. Und auf einmal tauchen sie auf. Das ist ja auch wieder in den Dingen, Alter. Noch viel mehr Weißwedel. Eine ganze Herde. Weit weg. Weit, weit weg. Wobei geht's? Ich sag mal so von rund 200 hier vorne. Und da hinten nochmal eine große Gang. Aber auch alles nicht so wirklich interessante Tiere. Auch da hinten nicht, ne? Ja, hier vorne wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich würde sagen, da gehe ich nochmal drauf. Die sind auch gut zu sehen. 170 Meter. Wir nullen auf 150. Ich würde ja den gerne auch noch mitnehmen. Warte mal, kriegen wir die so ein bisschen gecallt vielleicht? So, tröten wir mal rein. Und sie fangen auch sofort an zu laufen. Die Frage ist, welche locken wir an? Nicht nur die Weibchen, sondern auch die Männchen. Beide Stufe 2. Ach herrje. Und das Weibchen von gerade eben. Geh doch weg. Geh weg. Zum Glück rennt es mich nicht überlaufen. So, jetzt aber genug gecallt. Den ersten Otto-Kar haben wir hier vorne. Und den zweiten, der kommt da. Da sind wir schon auf ungefähr 120, 100 Meter nur noch. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir beide in einer guten Schussposition kriegen. Na, geht mal nicht so weit auseinander, ihr Lümmels, ey.
Oh, er haut schon wieder ab. Oh, 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 oh. Er ist auch gleich im Mief drin. Ne? Das heißt, jetzt müssen wir reagieren. Nummer 1 und Nummer 2 haut ab. Und blieb aber noch kurz stehen. Das war sein Verhängnis. Und die Weibchen können wir auch noch mitnehmen. Oha, der ist aber schlecht getroffen. Nehmen wir nochmal mit. Oh, der ist schlecht getroffen. Beide jetzt auf 25, müssen jetzt gleich beide umkippen. Ho. Und ich scanne gerade ab, wo die liegen hier. Dann hockt da noch ein Teddybär, Alter. Braunbär. 7 sehr schwer. 389 Kilo. Aber der ist doch nicht auf 700 Meter, Alten. Der ist doch auf 300. Knapp 400, kann das sein? Probieren wir unser Glück oder soll ich näher rangehen? Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Man muss es ja nicht übertreiben. So, das sieht doch schon gut aus. Da haben wir den ersten Kandidaten hier. Zack, Silberwertung. Ja, vernünftig getroffen. Alles mitgenommen, alles richtig. Passt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da rennt noch eins. Davor liegt noch eins. 323 Meter. Ich habe gerade gesehen, dass der Wind exakt in diese Richtung geht. Ich bin auch knapp über 300 Meter. Das heißt, ich werde jetzt nicht noch näher dran gehen, denn das wird bestimmt knapp. Heißt also, wir versuchen es jetzt von hier auf 300 Meter genullt und wir versuchen jetzt, wenn er so sitzt, Schulterhöhe ein bisschen tiefer, also knapp unter die Schulter sozusagen zu kommen. Ich hoffe, das hat... Ja, sieht gut aus. Blutverlust ist recht groß. 25. Und 0. Sehr gut. Und müsste jetzt umkippen. Sehr gut. Hat gut funktioniert. Läuft sie hier wirklich einfach mal mittendurch an der ganzen Gang. 160 Meter. 160 Meter, 200 Meter. Aber auch nicht alle nicht so besonders groß, ne? Ich meine, das könnte man nochmal versuchen mitzunehmen. Hier vorne liegen die schon. Da hinten liegt der Teddybär. Und dann, wenn ich gleich zurückgehe, kann ich doch mal hier drauf gehen, oder? Alle bis 85 Kilo schwer, also wirklich nichts Besonderes. Ich würde sagen, ich probiere das einfach mal. Hier die Männchen. 140, 180. Wir testen das einfach mal. Mal vollladen, das Ding. So. Und dann eskalieren wir da nochmal schön rein hier. So. Und gib ihm. Ich habe zumindest einen Arsch getroffen. So, hier waren jetzt noch die Kandidaten von der vorherigen kleineren Truppe. Einmal noch hier die Weibchen. Ja, das war leider ein bisschen mies getroffen. Dann haben wir da vorne noch das Männchen. Und dann ist in der Richtung noch der Bär. Da bin ich jetzt echt gespannt. Der müsste ganz gut getroffen sein. Müsste auch eine ganz gute Wertung haben.
Siebener Braunbär. Mit Sicherheit auch ein guter Lungentreffer dabei. Was haben wir jetzt hier? Bronzewertung nur. Oh. Ah. Keine lebenswichtigen Organe wieder getroffen. Schade. Zu weit hinten. Ja, und jetzt war hier vorne irgendwo der Bär. Den müssen wir aber erstmal ein bisschen suchen. Okay, so ein riesen Blutfleck, den muss man nicht wirklich suchen. Hier vorne geht die Spur entlang, leichte Runde. Er ist ja so halb Runde rumgelaufen und dann nach da hinten hin abgehauen. Den finden wir. Na, siehste, da liegt er doch schon. Puh, was ein Brocken. Stufe 7, Braunbär. Das schmeckt doch schon. Sehr schön. Ei, 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 ei. So. Wie sieht er denn aus? Goldwertung. So sieht er aus. Sehr schön. Goldwertung auf 277 Meter. Cooles Ding. Macht Eindruck. Mächtiger Kandidat hier wieder. Und, oh ja, sogar Schulterblatt auch noch getroffen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber tatsächlich auf Höhe vom Herzen. Auf der Höhe vom Herzen, gar nicht so weit durchgekommen. Der Schulterblatt war so ein bisschen im Weg. Aber das ist halt der Punkt, ne? Schulterblatthöhe, auch wenn die sich aufbäumen, immer genau in der Mitte vorne. Hier ist dann immer Herz. Ja, passte. Sehr gut. Schön, mitgenommen. Geil, schöne Goldwertung. 7, sehr schwer. Zimtbraun. Mhm. Ja, Weißwedel-Eskalation heute. Von daher, oh, auch noch ein Elch da hinten. Und noch ein zweiter, das sieht man auch schon, oder? Ja, da liegt noch einer. Da. Drei. Ordentliches Geweih. Und noch einer. Ich würde sagen, wir eskalieren hier nochmal eine Runde bei den Weißwedeln. Die nehmen wir auch nochmal mit. Soweit es geht. Ich schnaub die mal an. So, in Position können wir stehen. Wir können immer noch perfekt unsichtbar stehen. So, angeschnaubt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, und ein Männchen. 6. Das heißt, wir würden mit einem Männchen anfangen. Wir würden mit dem Männchen anfangen da hinten auf 120 Meter. Alle schon nervös, ganz klar. Ja, ich probiere es einfach mal. Ich null auf 150. Und dann gehen wir rein. Oh, zu spät. Ich wollte schon wieder drücken. Der war zu hoch. Und den hatten wir noch. Und da hinten rennt auch noch eins. Das könnten wir auch noch kriegen. Vielleicht bleibt es auch noch kurz stehen, ne? Da haben wir eine Goldwertung. Sehr schön. Zack. Goldwertung, nur die Lunge. Auf 120 Meter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber schmeckt. Next. Silberwertung. Genauso Lunge. Aber da passt das Geweih nicht so ganz. Dann haben wir hier schon den nächsten Kandidaten. Und auf dem Hügel stehen auch noch zwei. Und der Elch da hinten schreit auch schon um Gnade. Dann befreien wir ihn doch ein wenig. Wenn wir doch eh gerade im Modus sind hier. So, weiter geht's. Bronzewertung. Nur den Arsch getroffen. Ha, zweimal. Arschschuss.
Nicht so gut. Und über uns geiern die Tundra-Gänse, ey. Und da könnten wir weiter eskalieren. Was ist denn heute los hier? Was eine Area hier oben. Und ich dachte anfangs noch, Alden, hier ist aber wenig los. Ja, shit, wat. Das wurde anscheinend nicht richtig angezeigt. Das ist ja auch ein bisschen... Also irgendwie sind so ein bisschen Anzeige-Bugs drin. Dass die auch alle so hin und her springen. Das ist doch nicht normal, ey. So, haben wir auch. Haben wir auch. War's das? Das war's. Boah, ey, was eine Rennerei. Aber mal wirklich, ey. Und jetzt gleich noch wieder zurück. Aber. Das ist doch schon mal stattlich, ey. Das ist doch mal, das klingt doch noch. Goldwertung, Alden. Das ist doch schon mal ein stattlicher Elch, oder? Kann sich doch sehen lassen. Schön. Erster Elch hier auf der Map. Ja. Macht Eindruck. Schön elegant verbeugt hat er sich. Einen Knicks gemacht. Und hat sich dann gedacht, scheiße Alden, da hat mich was erwischt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Stufe 4 gerade. Schwierigkeit 4 nur. 550 Kilo. Ja, gar nicht verkehrt, ey. 1-1 an Geld. Tipptopp mitgenommen. Und überall hier die Tundra, die Tundragänse. Gerade welche in die Richtung weggeflogen. Hier schon wieder die nächsten. Ob das eine Area hier ist für Tundragans? Das wär's doch. Hoppala. Das wär's doch. Immer habe ich da was vergessen? Ich habe doch noch was vergessen. Kannst du ja nicht ausdenken. Da liegen noch zwei Kandidaten. Nee. Alter. Wie viel hatte ich denn jetzt? Alter, wie viel Weißwedel waren denn das? Und noch einer. Arschschuss wieder. Das kann ich. Puh, auch hier überall das Fichtensterben, oder? Überall die kaputten Bäume. Ei, 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 ei. Und da sind wir hier schon am Holzfällerlager. Nicht schlecht, die nächste Base. Boah, ey. Das war aber mal Eskalation heute. So viel auf einmal, damit hätte ich ja nicht gerechnet. So eine mehrere Herden oder mehrere Grüppchen an Weißwedel. Bär war auch noch super. Der Luchs, ja, war okay. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser treffen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch ganz zufrieden. Tundragänse, das wäre doch mal was fürs nächste Mal. Auf die Tundragänse. Gehen wir mal eben rein, gucken uns hier die Butze an. Ob das wieder gleich ist. Na gut, Zeitung liegt auch schon hier. Ja, ist aber genauso aufgebaut wie die anderen auch. Bisschen schicker wieder eingerichtet und ordentlicher. Sehr gut. Hier sind wir dann zu Hause. Also beim nächsten Mal geht es dann wieder ans Wasser auf Tundragänse. Vielleicht kriegen wir die schön gezielt gejagt. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.